Also wie kann man nur so inkompetent sein? Die Tür ist nicht offen. Nein. So. Ja, weil es offen sein. So viel Neues gibt. Ja, aber die muss offen sein, da muss Luft rein. Gut, bei den Sporen, ja. Damit sich die noch weiter verbreiten können. Mhm. Ja. Sporen suchen ein Zuhause. Jetzt auf RTL. Pump mal deine Punkte irgendwo rein. Kanone braucht noch 10. I'm not done yet. Gut. Good to go. Eigentlich brauchen wir für die Runde auch wieder eigentlich gar keine Türme, aber ey. Eigentlich nicht. Jo, machen wir es jetzt so. Let's go. Gib dich, Spucker. Nein, gib doch die Kanone zum 10. Nein, wir machen jetzt die Runde. Geizsack. Also wie genau wird die Damage Zone jetzt stehen oder wo genau wird die jetzt stehen? Ich hab keine Ahnung. Also Simon? Mein Plan. Ja, Moment, mein Plan war, dass die Außenecken hier. Und dann eben 4 Blöcke weiter hier runter und 4 Blöcke weiter. Nach die da Außenecke gehen. Kann da nicht stehen. Was ist? Das hier wäre die Ecke der Damage Zone. Ja genau, die äußerste Ecke. Ja, nee. Nee. Das hier. Ja, anders geht's nicht. Ja, doch. Überleg doch mal. Klar. Überleg doch mal. Die Gegner brauchen ja einen Hin- und einen Rückweg. Ja. Ansonsten. Wir leiten die außen um eine Wand hin. Dann arme immer Schlaufe um die Damage-Zone drum herum. Dahinter der Damage-Zone, hinter einer Wand, wieder hier hin. Das wäre jetzt mal klar. So willst du das machen. Jo. Ja, so gut. Simon! Was? Achso, Punkte, ja. Blöcke. Blöcke. Gut. Weil ich meine, jetzt kommen die ganzen kleinen Gegner, also würde ich jetzt erstmal provisorisch schon mal die E4 aufstellen oder so. Jo, mach doch mal. Let's get going. Einfach hier in die Ecke so. Jo. Aufrüsten kann ich sie eh noch nicht. Oh, ich hatte einen Blitzturm. Hey. So. Rest der Verwertung. Okay, ready. Bits and Pieces. Ich mag Street doch am liebsten von den Charakteren her, ja. Also eine Sache muss ich sagen. Hm? Dieses Waffen wechseln und dann alle 5 Sekunden
also für 5 Sekunden länger mehr Schaden machen. Ist super, wenn man kleine Gegner hat, bei denen man das Ziel nicht einsetzt. Und wenn ich ja eh schnell schieße. Das hat aber auch eine Cooldown-Zeit von 10 Sekunden lang. Ja, das. Ja, gut, nee, da schießt man die Waffe erstmal leer für. Eben. Aber trotzdem macht das echt Sinn. Ne? Da. Da. Übrigens noch 5 Punkte vielleicht in den ACP? Aha, kann man machen. Danke. Gatling braucht noch 10. Aha, kann man machen. So, Rest im Blitzturm. Und was nehme ich denn Schönes? Ja, fix! Ein Creeper zu viel erwischt. Das, ja, das ist blöd ohne Phoenix. Nö, warum? Das ist ja kein Problem. Ah, yeah. Ach ja. This will work nicely. Oh. Perfect. Ja, eigentlich kann ich Sweet echt nicht leiden. So ein scheiß Charakter, weißt du? Wieso? Keine Ahnung. Weil ich gelogen hab. Kann ich wohl gerade sagen. Amp. Jo. Oh. Feuerleitturm. Maramama. Soll ich den Feuerleitturm daneben packen? Hier hin? Oder? Jo. Ja, halt so, dass der alles abdeckt, ne? Ja, würde ich sagen. Mm. Ja. Ja, einfach. Ja. Ein höher hier. Wird zum ACP nicht an die Ecke? Ja, kommt noch. Kein Stress. Kann den ACP gerne umsetzen an die Ecke. Jetzt den Ohm, okay? Hm. Was wird das hier für eine Schlachtparty? Hä? Hin und her und hin und her. Ja nun. Gut, noch 200 Punkte. Wo packe ich denn die restlichen 200 Punkte rein? In die Amp schon jetzt, ja? Die ist noch Level 1. Achso, ja, dann natürlich. Oder den Feuerleitturm. Ja, in den kommen die letzten 20. So, passt. Good to go. Ich hab die Läufer. Also nee, auf die. Schwämme. Ja. Come out and play. Also macht ihr das jetzt auch? Was? Ja, Markus ist jetzt auch wieder auf die Stämme natürlich. Was war das? Meinst du, ihr habt das andere Gruppe zurück? Na. Ja, natürlich, auf den Stämmen macht ihr den meisten Schaden und kriegt die meisten Punkte. Ah, braucht ihr auch. Wo ist das denn?
viel brauchst du, nur noch Punkte. Ist höher als um. Oder als wir. Weiß ich nicht. Hast nicht genug gelevelt. Ein Level gemacht, mehr Level nehmen. Kannst du dich wieder nicht hängen? Ich geh da schnell auf den letzten Flieger. Ist gut. Schon weg. All clear for now. Kern ist wieder voll. Schön. Brauchen wir eigentlich Minen? Nicht wirklich, ne? Ne, die großen Gegner sind Schweber. Achso, ja, hier, das war dein Plan, ne? Ja, da. Trickheitsfeldspender? Will da welche? Nein, immer noch nicht. Würde ich aber. Muss nebenbei, da wo die Gatling steht, würde ich eigentlich lieber den Fokus hinsetzen. Ja, vordergehend. Okay. Von mir aus, wenn es beides deins ist, kannst du ja wechseln. Nee, ich weiß nicht, von wem die Gatling war, deswegen. Von mir. Von Markus, ja. Weil der Fokus reicht schon wieder knapp an den Kern ran, das ist super. Und nicht vergessen, dass man den später. Nee, nicht auf den stärksten, das macht keinen Sinn. Let's go. Ja, um den nächsten halt, ne? Und man wird ja danach den ganzen Schwämmen auch. Die Königin-Viecher da. Dran bekommen. Die flashen nur, die Blitzgeblaske. Machen die? Die Flasche. Ja. Langziehen oder was? Ja. Für einen ganz kurzen Moment. Vor allem nicht mal der Fokus macht dir vernünftig Schaden. Was ist da los? Da war ein Blitzgeblaske. Gleich sind da noch mehr. Also ich kümmere mich um die Läufer, ne? Jo, machst du das. Kern okay oder? Kern okay, jojo. Auf 54. Das ist schlecht. Ja, in der Runde kriegen wir die wieder reingeholt. Und das ist erstmal gerade hoch, genau. Rechts. Oder ja. Nein, ich überleg gerade, ob nicht vielleicht die nochmal in der Extraschlaufe wieder zurückleiten. Zeitlich. Ja, nicht jetzt. Nicht jetzt, ja. Nur halt für später. Okay, I'm ready. Let's go. Im Zweifel rechts. Links. Mitte. I'm out in pain. Oder eben doch rechts, weil links gerade keiner rausgeht. Tschüss. Ah.
Good job. Was ich hier? Weiß ich. What the fuck? Wo werde ich da und so rumgeschleudert? Wahrscheinlich wegen irgendwelcher Raketen. Okay, kann sein. Oder weil ich die kleinen Läufer da angreife. Und die Raketen jetzt wahrscheinlich von mir, ja. Tut mir leid, die Homing-Raketen machen bei den vielen kleinen Viechern keinen Sinn, wenn die auf einem Platz stehen. Ja. Ach ja, ein Leichenbad. So ziemlich. Ja, es gab mir jetzt nicht allzu viel, aber egal. Na. Nee. Hör doch auf. Was? Böse. Was denn? Stimmt doch. Nein. Erinner dich. Das war nicht der Plan. Das war nicht dein Plan. So runter und wieder zurück, das war der Plan. Übrigens, wollen wir langsam mal eine Gauss aufstellen vielleicht? No. Ne, ehrlich, weil wir wollen, ich will die bis Runde 10 aufgewertet haben. Ja. Ja, kriegen wir schon hin bis dahin. Ich brauch ja bloß eineinhalb Leute nicht das Geld ausgeben. In der letzten Runde. Die Gauss braucht doch immer, wie viele Punkte? 300 oder was? 300, ja, ja, okay, wir müssen mal aufwerten. Ja, eben. Kannst du die jetzt bauen oder schlägst du eigentlich keinen Unterschied? Ja, aber die wäre hier auch praktisch gegen die Wackelköpfe, aber egal. Ja, ist gut, dann pack sie hin. Ich hab sie ja nicht. Ich hab sie. Ich hab kein Geld. Jetzt ja, schon. Wer hat das, wo hast du das ganze Geld hin? Du hast 250. Wenn du stehen bleibst, kann ich dir auch was geben, so. Ja, die 250 hatte ich gerade von 7 um. Ja. Nee. Doch. Wohin sonst? Da wo noch alles hinkommt. Zum Beispiel. Aha. Ja, wenn wir es schon genau machen, dann. Ja, genau. Ist gut, mach dann mal. Ich stelle mal kurz auf stärkste Schaden, ne? Ja. Also auf größtes Ziel in dem Fall. Größte Gesundheit, ja. Ja, meiste Gesundheit, so. Rechts wieder. Flieger! Wer kümmert sich um die Flieger? Ich nicht, ich kümmere mich um die ersten Läufer. Das ist nicht gut. Ich mach die Wackelköpfe. Ich geh auf die Flieger. Ich halt die Flieger, ja. Ja, aber mit Waffen wechseln und auf die Flieger gehen ist kein Problem. Ja gut, dann macht ihr das. Ah!
Gut. Ah, yeah. This will work nicely. Brav. Was heißt da brav? Nee. 90 Punkte noch in die Gauss, dann hinter sich voll und dann bin ich nicht komplett zufrieden. Doch. Sind mir sicher sogar. Wie denn sonst? Sima! Du hast mich brav genommen. 90 Punkte. Wofür Gauss? Ja, Carlo. Das. Ja, ja. Ich will halt wirklich diese Runde schaffen. Ja, die Runde ist einfach. Ne. Tschüss. Gut, klar, ich kann die 20 kleinen Läufer problemlos circlen. Mhm. Dann macht ihr in der Zeit die beiden großen, drei. Okay, ready. Die beiden großen. Wenn wir das alles angeschlossen sind, mache ich das so. Ja. Die kleinen zu circlen ist jetzt echt kein Problem. Dass man hier so ein bisschen Feuer entkriegt und so. Jo, ist gut. Care about me. Okay, ich habe einige im, ich habe schon einige im Loop, das ist okay. Alter! die haben mich gegen einen unserer Blätter gedrückt. Oh, okay. Und an dem kann ich jetzt nicht mehr raus. Schade, jetzt kann ich nicht mehr surfen. Das war so ein schöner Anfang. Oh, ist mir egal. Wir sind jetzt hier mit den Großen. Waren sie durch. Ach, was, der dachte, dass ich nicht surfen muss, meine Güte. So. Ich räume mich einfach von hinten auf. Gut. So, vorletzte Runde. Na, ganz kurz. So, kurz mal den Waffenbug geklärt. Weapon Interface. Das ist hübsch und sinnvoll. Ja, soll dann hier in der nächsten Runde gleich nochmal den Weg zurückkommen. Ah ja, dann verstehst du. Was hier hinter dir? Ich hab deinen Plan nicht gerafft. This will work nicely. We've got work to do. Nebenbei, Markus, du kommst gerade in meine Richtung. Wir bauen echt die besten Barrikaden, schau mal. Ich hüpfe jetzt nicht, okay? Ja. Ich komm von außen und hui, bin drin. Und hüpfen. So geil. Hm? So, mal gucken. Wollen wir noch einen neuen Turm platzieren? Oder? Also 510 Punkte haben wir auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, was Marco noch hat. Ich behalte einen noch. ACP und Drohnen brauchen noch Geld. Gut, stimmt. Ja, ja, ACP sollten wir machen für dich. Du mich auch. Da. Dann machen wir die Drohnen vielleicht. Wo hab ich den gepackt? Da hab ich den gepackt. Yeah. So. Ja, kannst du dir aufbewahren. Ja. Der Rest der Turm kann eh so bleiben, wie der ist. Okay. So, die Schwebe lasse ich diesmal euch. Wenn dein Begleiter nicht nervig ist.
was nerven er dich? Nur weil er deine geklauten Kills klaut. Nein, weil der die Schweber zu sich lockt. Und dann drehen sie sich um. Mit der Fahrt und sagt, zu mir. Du hast so einen kurvigen Weg gemacht. Uiuiui. Ja, auf der Map bieten sich kurvige Wege halt an. Fast keinen Schaden tun. Also ich mach den gut Schaden. Naja, gut in Anführungsstrichen halt, ne? Solange ich mich hinter den halte, keiner von denen umdreht und ich komme nicht in Ordnung. Nice. Oh, und da hast du geschafft, dass ich deine umdreht. Gut gemacht, Markus. Alles gut, bin schon da. Gut, alles weg. Also alles, was... Jeder nimmt seine eigenen Türme weg, oder? Jo. Ne, die kann bleiben. Warum das brauchen wir nicht. Weg? Alles, was wir... Alles, was in dem Kampf nicht unbedingt nötig ist. Wir werden das mehr Gauss Schaden zum Beispiel Fokusstämme nicht wirklich, ja. Welchen Schaden brauchen wir? Wir haben 15 Schwämme. Ja, 15 Schwämme, die wir selber gut weggekriegt haben, ziemlich. Eben. Ansonsten, wir können einfach, wenn wir noch einen Fokus und einen Gauss mehr aufstellen. Ja, eine Gauss und zwei Foki vielleicht. Ich meine, Geld genug haben wir ja. Soll ich die Gatling auch abbauen, oder? Ja, macht glaube ich nicht allzu viel Schaden, ne? Nein, meine. Zu spät. Ne, ich habe ja den Fokus, also. Stell die Foki aber alle Richtung Kern, ne? Ja, ist gut. Ja, wir sind die Range von denen. Ja, geht. Ja, ist schon knapp. Müssen vielleicht ein ganz klein wenig da den Leitturm, bis das überchargen. Also, der hier wird das problemlos schaffen von der Reichweite. Gut, ja. So, und noch einen dritten. Einfach dahin, oder? Jo. Würde am meisten Sinn machen, denke ich. So, weiß ich gar nicht. Wie haben die Raketen auf den Teilen Schaden gemacht? Oder jetzt eure, die sind ja, glaube ich, vergleichbar mit denen aus dem Turm, oder? Nur den Feuerschaden. Die sind von vorne komplett immun. Okay. Und das, den Bereich hinten zu treffen, ist mit meinen Explosionsschüssen relativ schwer. Ja, komm, dann lass noch eine Gauss bauen, die ist doch rüstungsschädigend oder so. Jo, machen wir das. Wo steckst du? Da. Ich glaube, er hat genug Punkte, oder? Ne, jetzt schon. Eben nicht. Erstens, die man doch noch zwei Blöcke und zweitens. Habe ich noch, ja. Die wollte ich mich dann nachher kümmern. Kannst du noch die Gauss ganz aufwerten? Jo. Maximale Gesundheit auf allen drei Gausses, das ist super. Gaussi? Gauss, einfach. Mit drei ist dann. Eine Gauss, mehrere Gauss. Ist Hupfweh gesprungen. Gaussi. So. Zu legen alles in die Amp oder auch ein bisschen was in Feuerturm, ist das schwierig. Mal kurz gucken. Alles in die Amp. Hm, okay. Das so viel Sinn macht. Werden wir sehen. Ich hätte lieber noch AOE-Schaden genommen, aber gut. Aber nicht kleinster Winkel hier, den nächsten. Raum auf den Foki. Ja, mach das. Jo.
Also erstmal wieder die... Also eigentlich ansonsten eine ähnliche Strategie wie letztes Mal. Also erstmal die Soaker so ein bisschen. Pullen, jo. Ja, ich meine, dass ich hauptsächlich auf die Soaker gehe, ist klar. Weil ich kann den Viechern an sich nur sehr dezent Schaden machen. Ich weiß nicht warum, ich hatte gerade irgendwie dieses Gefühl, dass die Gauss den von vorne keinen Schaden macht. Kann gut sein. Es ist egal, wenn die entfernt sind, sind die Gauss hinter denen. Ich geh jetzt mal auf die Schwebelviecher. Ist gut. Mit drei Foki dürften die Schwämme in 2 Sekunden weg sein. Okay. Ich will die trotzdem ein bisschen anhitten vorher. Mhm. Weil es doch viele Schwämme sind. Nicht umdrehen, Simon. Ja, doch umdrehen, damit sie den Rücken zu euch haben. Oder nicht? Ja, aber ich bin... Ich hab nur Kobi gezielt, da müsst ihr euch schon ein bisschen was verteilen. Ja, Kobi macht die Schwämme. Größtenteils, ja. Aber umdrehen ist gar nicht so schlecht, dann bleiben sie stehen. Eben. Ja, und die verlieren wieder. Weil sich die Foki ja nicht um die Schwärme kümmern werden, größtenteils. Warum sind Schwärme entfernt? Ja, eben. Ja, komm! Piss dich, du! Okay. Einer ist down. Gut. 400 Leben, 200. Ja! Ja! Warum immer so knapp, ey? Verflucht knapp war das. Guck mal, wie der Kern pulsiert. Sonst wäre es langweilig. Wir haben noch 100 Leben. Jo. Alter, habe ich Schaden gemacht. Gut, ja. Ja, ich gar keinen. Was denn da passiert? Ich weiß es nicht. Ja, der Feuerschaden. Du hast dich um die Schwärme gekümmert, um die 15. Ja, war aber auch nötig. Und ich bin halt bei denen am effektivsten. Mhm. Weil ich eben 2 Explosivwaffen habe, die Feuerschaden machen. Und dieses Waffenwechsel-Upgrade, was eigentlich echt gut ist. Tja. Eben bei... Hm? Ich tippe mal drauf, dass Markus einmal gestorben ist. Das heißt, du bist 12-mal gestorben? Wahrscheinlich, oder so? Ja. Markus ist genauso viel gestorben wie du, ne? Ja. Hälfte, Hälfte. Ich bin einmal gestorben, ja, dann passt das. Ja, ist der. Ich habe meinen eigenen Balken gar nicht mehr gesehen. Aber einen wie Simon einfach keine Turmausgaben hat am Ende. Jo. So. Im Regenmoor. Ich weiß nicht, wie viel Uhr ist gerade. Reicht dann auch, oder? Jo. Aber wir können uns die mal wieder angucken, machen wir doch eh immer. Ja, gut.